Hallo meine Lieben, bevor jetzt das Clean with Me startet, wollte ich euch kurze Einblicke geben, wie es aussah, bevor der Podcast, den ihr gehört habt, die Endfassung hatte. Ich habe mich dabei ja gefilmt und ich habe mehrfach neu angefangen, habe ich euch ja im Podcast erzählt. Und ihr seht jetzt nicht alles, wie ich neu angefangen habe. Ich habe irgendwann die Kamera ausgemacht, aber man sieht schon, wie schwer mir das gefallen ist, den Anfang zu starten des Podcasts. Genau. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit. So. Okay, Test 1, 2, 3, 4, 5. Das Blöde ist, ich sehe überhaupt nichts. Okay. Test 1, 2, 3, 4, 5. Das Blöde ist, ich sehe überhaupt nichts. Alter, sag ich runterrutschen. Mann, ey. Das ist Arbeit, ich sag's dir. So. Aber. Ach Mensch, du gehst mir gerade auf die Nerven. An dich hätte ich gerne. Kleiner. So. Okay. Hallo, ich wollte mit euch heute den Kühlschrank sauber machen, nachdem leider mein Clean with Me vom Badezimmer nicht geklappt hat. Ich hatte so schön mit euch aufgeräumt. Ich war so schön stolz. Und dann hat das nicht geklappt. Oh. Ich sag's euch, das war so Mist. Und ein Clean with Me kann man ja nicht wiederholen. Es sei denn, ich hätte wieder alles irgendwie dreckig gemacht, wie auch immer das gegangen wäre. Das hat mich schon geärgert. Aber ja, egal. Dafür ist ja auch positiv gewesen. Dafür habe ich wenigstens den Podcast endlich gemacht, weil ich ja dann das Clean with Me nicht schneiden konnte, wie auch immer man das sieht. Und ich war so entspannt
nachdem ich ja das Badezimmer sauber gemacht habe und ich war so entspannt, weil ich war auch danach baden, dass ich gedacht habe, jetzt nehme ich den Podcast auf. Ja, das war gut, weil ne, ich musste ja das Clean with Me nicht schneiden, weil das hätte ja wieder länger gedauert und deswegen ging das. Ansonsten wollte ich euch sagen, ich nehme für den Kühlschrank Essig-Essenz. Das haben wir damals in der Großküche, als wir den Kühlschrank sauber gemacht haben, auch immer genommen. Ja, finde ich gut. So, ich bringe das jetzt erstmal in den Kühlschrank. In den Kühlschrank. Ja, in den Kühlschrank. Ich meine in die Küche und holt euch dann gleich. Ich erzähle kurz was, bevor ich den Kühlschrank mit euch sauber mache. Wollte ich einmal mich bedanken. Mein Podcast kam so gut an und ich habe so viel Lob bekommen und auch, ihr habt es gar nicht, ja, ihr habt es einfach gut aufgenommen, trotz der vielen zum Beispiel. Ich habe das am Anfang gar nicht so gemerkt, dass ich so oft zum Beispiel gesagt habe, zum Beispiel. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und dann dachte ich, boah, du kannst doch auch einfach erzählen, ohne zum Beispiel zu sagen. Und dann musste ich es ja auch schneiden. Also wenn man schneidet, muss man sich ja auch nochmal anhören. Obwohl, da habe ich ja nicht viel, also eigentlich habe ich nichts geschnitten, sondern aber trotzdem musste ich es mir nochmal anhören. Vielleicht ne, hätte eventuell irgendwas gehakt. Und nee, aber war alles super. Nur das zum Beispiel, das hat mich so genervt. Aber ich wollte es jetzt nicht nochmal aufnehmen, weil es hat mega lange gedauert, bis ich überhaupt diese Endfassung hatte, weil ich habe wieder immer wieder angefangen, dann habe ich den Flow auf einmal nicht mehr gespürt oder ich hatte mehr abgelesen als frei erzählt und ich wollte eine Mischung machen aus Vorlesen, Ablesen und Freireden und damit, weil wenn ich das nur abgelesen hätte, ich habe es ja kurz nur abgelesen, dann klang das so, ja, so abgelesen halt. Und weiß ich nicht, klang überhaupt nicht gut. Ja, weiß ich nicht. Und ansonsten wollte ich noch sagen, also der Kontakt oder die Beziehung zu meiner Familie ist besser als damals, weil meine Mutter zum Beispiel sehr viel bereut. Und ja, ich meine mal, jeder macht mal Fehler. Und deswegen ist die Beziehung wieder sehr gut zu meiner Mutter, weil es ist auch so, dass ich auch für meine Mutter da bin. Also wenn es ihr schlecht geht und so, dann bin ich für sie da und sie ist für mich da. Und es ist einfach besser geworden als damals. Und auch zu meiner Schwester, die Beziehung ist besser. Und das freut mich total, weil eigentlich kann ja meine Schwester nichts. Und sie war ein Kind. Also, ne, sie war ein Kind und vielleicht wäre ich genauso gewesen, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Und ich freue mich aber sehr, weil meine Schwester liebt mich sehr und ich liebe sie ja auch sehr. Und deswegen, also das wollte ich nochmal sagen. Also, früher war das halt auch so. Die meiste Schuld hatte halt mein Stiefvater. Meine Mutter hatte auch viel falsch gemacht, ja, und ne, es war nicht alles Bombe. Aber so ist das nun mal. Ich meine, ich habe mich auch nicht immer korrekt verhalten. Zum Beispiel zu euch. Ich war ja auch nicht immer so korrekt. Deswegen habe ich erzählt, warum habe ich ein Problem mit Kritik oder zumindest früher und immer mal wieder heutzutage, also jetzt. Weil, Moment. Achso,
Ja, weil ich es halt nicht so gelernt habe und so. Aber das habe ich ja euch im Podcast erzählt. Und ich habe mich entwickelt, meine Mutter hat sich weiterentwickelt, meine Schwester hat sich weiterentwickelt. Und ich freue mich so sehr darüber. Und wie gesagt, eigentlich ist mein Stiefvater an allem schuld. Er lebt nicht mehr. Auf einer Seite ist es schade, weil ich konnte nie mich mit ihm aussprechen. Und das ist etwas schade. Sorry, jetzt fange ich an zu weinen. Also, ich habe ihn damals gehasst. Aber es wäre ja irgendwie schon schön gewesen, hätte man sich aussprechen können. Gefühlt war er nie stolz auf mich. Ja, weiß ich nicht. Also, damals war alles doof. Aber ja, wie gesagt, meine Familie hat sich weiterentwickelt. Also meine Mutter, meine Schwester. Und es ist nicht mehr so, also die Beziehung ist besser geworden. Ich wollte euch schon oft erzählen, wenn zum Beispiel Kritik kam und ich habe halt überreagiert, wollte ich euch schon so oft erzählen, warum das so ist. Aber vor der Kamera ist das oft so. Man fehlen mir die Worte oder ich verhaspel mich. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wie wäre es als Podcast? Da habe ich ein Skript, also könnte ich auch als Video machen und dann ein Skript schreiben, aber so habe ich ein Skript und überleg mir vorher, okay, das und das möchte ich erwähnen und weiß ich nicht, es fühlt sich irgendwie anders an, wenn ich einen Podcast mache. Naja, ist egal. Große Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt mit euch den Kühlschrank sauber machen. Seht? So. Und nicht wundern, der ist recht voll, weil ja, ich schaffe nicht immer alles von der Tafel zu essen. Und hier ist immer so mein Joghurtfach und so. Und ich war halt gestern kurz einkaufen und dann habe ich mir Monte gekauft. Ab und zu muss sowas sein. Und Quark. Ja. Ansonsten stehe ich gerade total auf diese veganen Mini-Bell. Die sind so lecker. Der erste Baby-Bell fand ich, hat komisch geschmeckt. Der zweite auch. Und nach dem, ich glaube nach dem dritten oder vierten fand ich die so lecker. Und dann habe ich die nochmal gekauft. Und dann glaube ich nochmal. Und die sind jetzt aber nicht für mich, sondern für meine Schwester und meinen Schwager. Damit die das auch mal probieren können. Ja. Wird Zeit, dass ich aufräume. Meine Lieben, ja. Wie ihr wisst, mir macht das mega viel Spaß mit dem Voice-Over. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt auch. Und ja, mein Kühlschrank war sehr voll und vor allen Dingen sehr dreckig. Ich habe, ja, nicht schlecht geguckt, wie dreckig es war. Und natürlich war auch viel, was abgelaufen ist. Das erzähle ich euch auch zum Abschied noch, dass ich vieles wegschmeißen musste. Und ich hatte das halt echt schon sehr lange vor mit dem Aufräumen und Putzen und keine Ahnung. Ja, was mich allerdings immer nervt am Putzen, also ist egal, ob ich jetzt Bad putze oder jetzt auch den Kühlschrank putze, überall diese Haare. Du nimmst dieses Putzlappen und da hängen Haare dran. Dann machst du es ab. Und dann hast du schon wieder Haare an der Hand. Also zumindest geht es mir so. Und es nervt mich so. Das macht keinen Spaß, dann zu putzen. Weil irgendwie überall diese Haare von einem dran sind. Und das hatte ich in diesem Fall auch ganz, ganz oft, dass da Haare dran waren an meiner Hand, am Putzlappen und ja, was weiß ich.
Aber ich bin sehr stolz, dass ich es geschafft habe und wie der Kühlschrank am Ende dann aussah. Also es war echt toll. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Ich guck gerade, wo ich gerade bin. Ah, okay. Weil das Problem ist, ich sehe die Zeit nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Zeit ich hier habe. Und ich weiß, irgendwann hört man wieder Ton. Ja. Genau. Ja, ansonsten weiß ich gerade nicht so wirklich, was ich noch erzählen soll. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Kühlschrank. Genau. Ja, so ist es. Sorry. Moment mal, ich mache mal kurz Pause. Ich musste gerade noch mal anfangen, weil ich mir nicht sicher war, wann diese Szenen vorbei sind. Ich räume auf jeden Fall den Kühlschrank ein, wie ihr seht. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz auf mich, dass der Kühlschrank so gut aussieht zum Schluss. Ich hoffe, der bleibt auch eine Weile so, weil das einfach viel schöner aussieht, als wenn der so voll ist und so dreckig und du gar keinen Überblick mehr hast, was du überhaupt da hast, weil vieles wollte ich halt verschenken. Ich wollte einiges einfach nur verschenken und ich habe es immer wieder vergessen, dann mitzunehmen. Und ja, es hat mich so genervt. Und dann dachte ich mir am Dienstag so, komm, heute hast du keine Termine, was sowieso ganz komisch war für mich, weil ich dachte, ich hätte einen Termin vergessen. Dann mache ich das heute mal fix und nehme euch mit. Und diesmal hat es ja auch geklappt mit dem Aufnehmen. Nur halt letztes Mal leider nicht, weil ich habe mich aufgenommen und so. Das war so schön und dann habe ich mich gefreut und dann wollte ich das Video schneiden. Naja, und dann am Ende hieß es Fehler. Ich konnte nicht mehr drauf zugreifen. Das hat so genervt. Naja, egal. Okay, ich glaube, ich bin jetzt gleich soweit und jetzt kommt, glaube ich, Ton. Okay, dann bis später. Viel Spaß noch.
Piepe. Genau. Jetzt ist schon ein Flugkutzen. Warum? So, hallo meine Lieben. Ja, wir haben leider schon 2 Tage später. Ich habe ja den Kühlschrank habe ich am Dienstag gemacht, also sauber gemacht. Und heute ist Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Leider, also ich wollte gestern eigentlich kurz das Ende drehen und ich wollte das Video auch bearbeiten und schneiden und hochladen. Was war? Ich habe die Nacht davor überhaupt nicht wirklich gut geschlafen. Dann hatte ich den Termin und dann, als sie weg war, ich war so kaputt und dann dachte ich, Mist. Aber jetzt muss ich doch noch das Ende drehen, dann muss ich das mal schneiden und dann kannst du doch danach ins Bett gehen. Nee, und dann war ich so müde und dann habe ich von 12 Uhr mittags bis 18 Uhr geschlafen. Und danach hatte ich natürlich wirklich keine Kraft mehr. Und ja, in die Nacht habe ich besser geschlafen, aber bis 12 Uhr mittags geschlafen. Wir haben jetzt 12.48 Uhr, also ich habe mega lange geschlafen. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat das Clean With Me auf jeden Fall gefallen. Ich bin sehr zufrieden und ja, es musste halt wirklich viel weggeschmissen werden, was abgelaufen war. Das habe ich natürlich nicht gesehen in dem Chaos, was im Kühlschrank war, weil und manche Sachen wusste ich, die esse ich nicht, die wollte ich eigentlich verschenken. Habe ich es gemacht? Nee, habe ich mal wieder vergessen. Wie den einen Käse. Ich wollte den meiner Schwester, meinem Schwager schenken. Habe ich es gemacht? Nein, habe ich vergessen. Deswegen musste ich natürlich viel wegschmeißen. Umso schöner sieht es jetzt aus. Und ja, keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass ich es endlich mal getan habe, weil ich wollte es seit Wochen, glaube ich, machen, sogar seit letztes Jahr irgendwann, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Naja, jetzt habe ich es geschafft und ich bin umso stolzer. Genau. Und dann würde ich sagen, ich beende jetzt auch das Video. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar, ob ihr auch schon wieder Kühlschrank sauber machen müsst. Wahrscheinlich schon, oder? Und ja, lasst mir gerne auch ein Abo da, aktiviert auch gerne die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Und bis dann. Tschüss. Mann! Ah, okay. Alter! Oh. Ja, ich sag's dir. Hallo meine Lieben. Bevor jetzt das Clean With Me online kommt. Ah ja, Quatsch.